AVS Media Day. Yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem neuen Video habe ich wieder mal für euch einen Giftcast to Friends Glitch. Also, ich bitte euch darum, hier ganz, ganz gut zuzuhören, zuzuschauen, wie ich es mache, was ich euch erkläre. Dann rafft ihr das Ganze, ja, weil der ist am Ende ein bisschen tricky, er hat dort ein bisschen sowas wie Timing, ja, aber das Ganze könnt ihr schon schaffen, wenn ihr mir zuhört, wie gesagt, und ich habe hier schon mehrere Autos selber bekommen, er funktioniert schon, ja, ist, wie gesagt, ein bisschen tricky, aber ich erkläre euch, wie das Ganze funktioniert. So, und an Ex-Killer Gamer Eugen, danke natürlich, dass du mir heute hier da ein bisschen geholfen hast und wie gesagt, Xbox One Spieler funktioniert auch für euch. Ist wesentlich schwieriger, ja. Ich garantiere nicht, dass es euch so, dass es halt bei euch so easy ist, okay? Aber ihr müsst es dann so machen, dass ihr von der Story aus über die Einstellungen auf Steuerung, ihr braucht freies Zielen im Zielmodus, ja. Weil jedes Mal, wenn ich das mit den Aktivitäten mache, sprich zweimal PS-Taste drücke und in der Aktivität bin, ja, müsst ihr einem anderen Kumpel joinen, der in einem anderen Zielmodus ist, und ihr müsst immer die erste Meldung annehmen und die zweite ablehnen. Aber bei euch ist es halt echt übel schwer, weil die Xbox One nicht glitchfreundlich ist für mich, ja. Ich weiß, dass es bei euch schwieriger ist, ja, falls ihr das nicht hinbekommt, sorry dafür. Es ist auch ein bisschen tricky für die PS4-Leute, ja, am Ende. So, was benötigen wir hier noch alles? Natürlich ein Kumpel dazu. Ich mache das in der geschlossenen Freundessitzung und euer Kumpel muss die geschlossene Freundessitzung aufmachen. Ja, ich mache das wie üblich mit meiner zweiten PS4 und er muss halt, wie gesagt, die Lobby starten, die geschlossene. Und was benötigt ihr noch dafür? Ihr braucht beide einen Bunker. Ich glaube, es ist nicht zwingend notwendig, dass es derselbe ist, aber ich habe hier zum Beispiel denselben, okay? Das spielt, glaube ich, aber keine Rolle, welcher Bunker das im Prinzip ist, ist völlig egal, ja. Und des Weiteren braucht ihr beide auch noch einen MOC, sprich, wir gehen mal kurz hier ins Internet. Ich zeige euch das, Warstock, mobile Kommandozentrale, auf der dritten Position hier links unten braucht ihr beide, ja, wirklich beide Lager für persönliches Fahrzeug. So. Kumpel, der euch das Auto gibt, kann irgendein Fahrzeug hier drin haben. Scheißegal, was das für ein Auto ist, ja. Bei mir ist es rechts oben dann ein Retro. Kann egal was sein, ja. Euer Kumpel verliert nicht das Auto und nicht das Auto, was er euch schenkt. Verliert er auch nicht. Und ihr könnt irgendwas auch drin haben, weil ihr müsst aus einer anderen Garage dann später einfach einen kostenlosen RH8 anfordern und mit dem fahrt ihr dann in den Bunker rein, ja, ganz easy. Ich habe meinen hier in der 3er Alter Street, ihr seht es links oben, und dann kommen wir hier schon natürlich zu dem nächsten, ja, bitte stellt nicht wieder diese Fragen, warum kann ich mein Auto nicht verkaufen, weil ihr nicht Bennys Autos dupliziert oder verkaufen wollt, beziehungsweise ihr könnt hier alles gegenseitig euch geben, schenken, was auch immer, aber wenn ihr Autos verkaufen wollt und vor allem Geld damit machen wollt, nehmt nur die besten drei Bennys Autos. Das ist der Karin Sultan RS, der Progen Italy GTB und wie hier bei mir im Video der LG Retro Custom. Und auf diesen drei Autos muss euer Kumpel ein iFood-Kennzeichen drauf haben. Ja? Und ihr müsst das exakt selbe, müsst ihr euch selber auf irgendeinem Wagen auch platzieren. Sprich, ich habe hier G-Twist auch, ja. Das heißt, ich bin jetzt einfach vorhin mit irgendeinem Auto zum Los Santos gefahren und habe mir über die iFruit App, über mein echtes Handy, auch G-Twist erstellt, auf irgendeinem Auto platziert, so dass es auch in den Nummernschilder in der Liste im Los Santos zu sehen ist. Dann könnt ihr diese Autos vom Kumpel auch später verkaufen, ja. Aber wenn ihr ein X80 bekommt oder ein Deluxe, da braucht ihr keine iFruits, weil ihr könnt die eh nicht verkaufen. Deswegen empfehle ich euch nur zum Verkaufen diese Bennys Autos. So. Und natürlich, wie immer, blende ich den Part vom Kumpel rechts oben ein. Also ich kann jetzt rechts oben die Aufnahme eigentlich starten, okay. Und Kumpel rennt halt ganz normal in seinen Bunker. Und er kann euch eigentlich auch gleich mit reinziehen. So. Obwohl, ich hätte eigentlich zurück, ich fahre gleich mit dem Auto rein, weil das ist eigentlich auch vom MOC hier. So, das geht dann genauso. Also könnt ihr beide dann reinfahren. Und die PS4-Leute brauchen halt eine Aktivität, entweder hier bei Aktivitäten
Wenn man runter geht, hier Aktivitäten oder über Profil, oben geht genauso. Profil, ganz nach unten neueste Aktivitäten. Dann irgendwie, wenn ihr euch einen kostenlosen RH8 gekauft habt, dann wird das schon hier drin sein. Hier habe ich mir ein Fahrzeug gekauft. Wir klicken drauf. Und rechts unten ist zum Dings, wie heißt das? Genau, GTA Online starten. Einfach auf dem Feld zweimal PS-Taste. Wir sind wieder im Spiel. Und wenn wir wieder zweimal drauf drücken, schnell zweimal PS-Taste, sind wir wieder auf diesem Feld. Ja, also. Dann macht Kumpel folgendes, er fährt halt mit seinem Retro oder mit welchem Auto er auch das machen will, vollkommen egal, er fährt zu seinem MOC und wenn er D-Pad nach rechts drückt, ja, müsst ihr halt, Xbox One müssen das mit den anderen Kumpel joinen machen, das ist bei euch ein bisschen komplexer, ja, weil hier muss man echt das Timing finden, vor allem für die Xbox One Spieler. PS4 macht das so, Kumpel drückt nach rechts, ich drücke dann zweimal PS-Taste, X und Kreis. Dann fährt Kumpel einfach ohne euch in einen unsichtbaren MOC rein, passt auf. D-Pad rechts, ich mache zweimal PS-Taste, X, Kreis und Kumpel fährt in einen unsichtbaren MOC rein. Das war's. So. Das waren die ersten Schritte vom Glitch und es sollte euch dann jetzt hier nach einer Zeit lang aus dem Bunker vom Kumpel rauskicken. Ja. Kumpel kann noch ein bisschen chillen, warten bis ihr rausfliegt. So. Wenn ihr dann irgendwo draußen auf der Map seid, kann dann Kumpel einfach den Anhänger verlassen. So, und ihr macht euch jetzt auf den Weg, entweder über Motorradclub oder EO, einfach mit Hubschrauber, Flugzeug, Fahrzeug, egal wie, einfach zu eurem Bunker. So, und später bei den Docks solltet ihr auch vergewissern euch, dass ihr nicht MC-Präsident seid oder CEO oder dergleichen. Ich zeige euch das später nochmal. Wir kommen einfach dann jetzt gleich zu den Docks. Jetzt mache ich mich Richtung Bunker, ja, zu meinem eigenen Bunker und dann fordere ich natürlich vorher aus der anderen Garage meinen kostenlosen RH8, den ich dann in den MOC platziere und der wird dann überschrieben, ja. So, also, bin gleich da. Mache ich das so, dass ich jetzt einfach hier meinen Oppressor natürlich einlagere, dann MC auflöse, MC-Präsident wieder einlagern. Dann wieder über Touchpad-Taste Motorradclub auflösen. So, jetzt rufe ich meinen Mechaniker an und fordere natürlich den kostenlosen RH8 an. Kumpel kann eigentlich schon raus. Für mich ist es halt schwieriger mit zwei Controllern alles auf einmal zu machen. Wo war das? 3er Alter Street, kostenloser RH8. Den will ich überschreiben. So, Bunker verlassen. Kumpel kann sich halt schon Richtung jetzt dann über auch CEO, wenn er will, einfach Richtung den Dogs machen. CEO, registrieren, CEO-Fahrzeuge, Buzzard, ich mach's halt mit dem Heli. So, okay, zwei Controller ist schwieriger, ich mach zuerst eins, dann das andere. Wo ist hier mein RH8? So, ich steig ein, dann fahre ich in den Bunker. Und wenn ihr dann die Reinfahranimation habt, müsst ihr hier warten, bis rechts unten wirklich Ladevorgang steht. Und wenn der weg ist, mache ich das wieder mit der Aktivität. Dann lande ich wirklich im Bunker, passt auf. So, rechts unten kommt die Ladeschnecke oder gleich Ladevorgang, genau. Und erst wenn Ladevorgang weg ist, jetzt mache ich zweimal PS-Taste, X, Kreis. Jetzt bin ich im Bunker. Könnt ihr sehen, ihr seid alle nicht blind. Jetzt warte ich, bis der blaue Kreis da ist. Genau, drücke D-Pad nach rechts, da jetzt bei mir irgendein Fahrzeug drin war, ich glaube Retro Custom, scheißegal. Ich nehme jetzt die Fahrzeuglagermeldung an, ja, war jetzt rein angeblich, aber habe jetzt dann rechts unten wieder Ladevorgang und ein Dauer-Black-Screen. Genau, mache jetzt wieder zweimal PS-Taste, X, Kreis, dann die seitliche Ansicht, mache ich Optionstaste, gehe auf Online und auf den Criminal Enterprise Starter Pack. Einfach spammen, bis ihr wirklich drin seid, ja, seid ihr einmal in dem drin, könnt ihr rausgehen und Selbstmord machen, ja, das ist easy, bis hierhin noch, weil danach kommt der etwas schwierigere Part, aber er ist auch machbar, ihr habt da 2, 3, 4 Versuche habt ihr schon, weil da wird immer ein Blackscreen kommen, immer nach einer bestimmten Zeit, entweder timet ihr das wirklich mit einer Stoppuhr, mit dem Handy, ich mach's einfach mit dem Handy, wenn ich es nicht vom ersten Mal schaffe, ich erkläre euch das Ganze, ja, hört da bitte gut zu. So, ich spamme noch,
Jetzt bin ich drin, ja. Und jetzt kann ich einfach wieder Kreis, rausgehen, rausgehen, Interaktionsmenü und Selbstmord. So, okay. Jetzt kommen die nächsten Schritte. Linke Hand ist bei mir ein Controller, rechte Hand ein Controller. So, jetzt müsst ihr die Jobs einblenden. Das geht über das Interaktionsmenü. Einfach auf hier runter Markierungen ausblenden. Jobs, Pfeiltaste nach rechts, eigene. So, jetzt sind die natürlich hier eingeblendet. Ich nehme mal die hier, wo so viele blaue Jobs sind. Geht einfach nur einmal rein. Ja, einfach nur reingehen. Wartet so 5 Sekunden einfach drin und geht wieder raus aus dem Job. Das waren 5 Sekunden, jetzt kann ich wieder rausgehen. Und jetzt bin ich schon hier mit dem Part vom Kumpel mit dem Heli auch gleich da. So, und ihr müsst euch dann immer so hinstellen, dass dann der MOC einfach vom Kumpel natürlich hier bei den Dogs am besten spawnt, nicht weiter weg. Ja, ich lande jetzt hier erstmal ganz gechillt. So, dann kann ich mich hier auch als CEO einfach zurücktreten. Und jetzt fordere ich meine mobile Kommando, oder Kumpel fordert seine mobile Kommandozentrale an. Ich schaue halt auch Richtung Stadt, dass der MOC hinten an den Docks gespawnt wird. Dann kann Kumpel das Auto rausholen, sprich was er euch geben will. So, MOC ist da. Und jetzt noch den, da ist der Dings, nein, der war im MOC drin, genau. Ich muss ihn rausholen. Ich kann ihn eigentlich auch über Interaktionsmenü anfordern, genau, mobile Kommandozentrale, persönliches Fahrzeug anfordern. Das war der Retro mit Jenken, Kennzeichen und G-Twist natürlich. So, und ihr müsst es wirklich mit dem Job machen, weil wenn ihr das mit dem Job nicht macht, ja, dann steigt ihr zum Beispiel in das Auto vom Kumpel ein und ihr bekommt einen Blackscreen. Das soll nicht sein. Deswegen bin ich auch vorher in den Job reingegangen. So, ich mache das jetzt so, dass der Kumpel einfach das hier bei dieser gelben, bei diesem Betonpfeiler einfach so platziert, vor allem die Fahrertür blockiert, ungefähr so, ja. Kumpel kann aussteigen durch die Beifahrertür, ganz wichtig. Und Kumpel rennt einfach in seinen MOC rein und schickt euch eine Einladung, ja. So, ich kann jetzt auch Richtung Retro laufen. Und hier kommen wir jetzt zu dem Timing, ja. Ich sag euch das jetzt, wie das funktioniert am besten. Wenn ihr das vom ersten Mal nicht schafft, habt ihr noch eine zweite, dritte, vierte Chance, glaube ich. Da ab dem ersten Mal müsst ihr wirklich timen. Ja, bei mir sind es immer so 18, 19 Sekunden, wo ich dann in den Retro wieder einsteige. Ja, ihr müsst selber das schauen, was ihr für Timings habt. Passt auf. Also Kumpel schickt eine MOC-Einladung raus. Ja, ich habe sie jetzt hier und das funktioniert wie folgt. Ja. Wenn ihr das vom ersten Mal hitten wollt, ich weiß nicht, wie es hier bei mir rauskommt, wir versuchen es einfach. Das erste Mal, wenn wir unseren MOC anfordern, haben wir nur 1, 2, maximal 2,5 Sekunden Zeit, in den Retro einzusteigen. Dann schleudert es uns mit dem Retro in unseren MOC und wir haben das Auto. Falls ihr das nicht schafft, müsst ihr das einfach wiederholen. Ich erkläre es euch. Also, ihr nehmt zuerst die Einladung an. Ja, wo ist die Einladung? So. Ich nehme die Einladung an, bekomme Black Screen, ja, passt auf, ich nehme sie an und warte, bis rechts unten Ladevorgang steht. Jetzt, okay, ihr seht es, jetzt ist er da, ich habe ein bisschen gewartet, jetzt drücke ich zweimal schnell die PS-Taste wieder, da habe ich keine Aktivität, nochmal, das ist nicht schlimm, gehe hier wieder auf online starten, X und Kreis. Jetzt ist die Minimap ausgegraut. Jetzt müsste hier extrem schnell sein und das so timen. Passt auf, wenn die Minimap da ist, Optionstaste online, schnell in den Criminal Enterprise Starter Pack rein, schnell rausgehen, über das Touchpad MOC anfordern. Und wenn er dann da ist, ja, wenn er spawnt und links oben, und ihr hört auch die Meldung vom MOC, dann müsst ihr einsteigen, nach knapp 1-2 Sekunden, so wenn der auf der Map zu sehen ist. Ich versuch's jetzt einfach. Also, warten, bis die Minimap wirklich da ist, sofort sehr schnell sein. Passt auf. Optionstaste online, dann Criminal Enterprise Starter Pack raus, raus, Touchpad. Mobile Kommandozentrale schnell anfordern. Und jetzt, wenn sie spawnt, warte ich danach 1-2 Sekunden maximal und steige dann ein.
Eins. Oh, das war zu schnell. Das war zu schnell. Ich habe es nicht geschafft, ja. Wenn ihr es da schafft, dann habt ihr es geschafft. Aber im Prinzip kann man das nochmal versuchen. Zweimal PS-Taste, X-Kreis. Jetzt nehme ich mein Handy her und time das Ganze einfach. Ja, ich habe meinen Timer hier gesetzt. Und ich warte jetzt einfach nochmal, bis die Minimap da ist. Mach das wieder so. Ich muss den MOC jetzt nicht mehr anfordern. Drücke Optionstaste, wenn die Minimap da ist. Auf Criminal Enterprise. Raus. Und erst wenn ich raus aus dem Criminal Enterprise Starter Pack bin, starte ich auf meinem Handy, ja, den Timer. Lasst von mir aus Mama, Papa, Hund, Katze timen, ist mir egal. So, wir warten. Erst wenn die Minimap da ist wieder. Also. Optionstaste, online, Criminal Enterprise. So, raus und Timer starten. Ich habe ihn gestartet. Er läuft 3, 4, 5 auf meinem Handy, ja. Lese ich das Ganze ab. Bei 18 circa ungefähr drücke ich einfach rein zum Steigen. Da, bevor der Bildschirm schwarz wird, müsste im Auto drin sein. 15, 16, 17, 18. Ich bin jetzt schon eingestiegen. Zack, im Fahrersitz. Und jetzt sollte ich es geschafft haben. Es sieht gut aus. Jawohl, ich habe es geschafft. Ja, ich bin jetzt hier mit dem Retro bei mir. Ja, ihr seht es. G-Twist, Yanken. Ich habe es geschafft. Rechts oben ist noch der Part vom Kumpel. Es ist ein ganz anderer MOC. Ich bin in meinem MOC. Wenn ihr das jetzt geschafft habt, steigt ihr einfach nur ein. Und fahrt einmal raus. Und dann wieder ganz, ganz wichtig, hier in den MOC rein. Die Bett nach rechts und das Auto gehört euch. Ihr müsst es nur timen. Wenn ihr das erste Mal nicht schafft, ja, mit dem MOC, manchmal sind ein, zwei Sekunden da, dann kommt erst der Black Screen. Wenn ihr das nicht schafft, könnt ihr das noch ein zweites Mal probieren, aber dann müsst ihr es wirklich mit einem Handy timen. Ich habe da meine 18 Sekunden gehabt und dann ungefähr bevor der Black Screen wieder kommt, steige ich in den Retro ein. Ja? Ihr müsst wirklich im Auto drin sitzen und dann, wenn der Black Screen kommt, zieht es euch wirklich rein. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ja, ihr könnt mich hier sehr gerne ein Like da lassen. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir dennoch schreiben. Ich bin für euch da. Ich denke, das war's hier mit dem Video. Ich bin raus, euer G-Twist. Peace.